Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FIFA 18 Prognosen. Ja, und heute starten wir rein in die Gruppe G. Heute spielen Belgien gegen Panama. Das Spiel findet am Montag, den 18. Juni statt. Ja, Belgien hier natürlich der absolute Favorit in diesem Spiel, weil Panama ist, glaube ich, die erste WM-Teilnahme überhaupt überraschend. Ich glaube, die USA haben sie unter anderem hinter sich gelassen, also schon nicht so schlecht, aber natürlich wird das hier höchstwahrscheinlich nach der Gruppenphase das ausbedeuten. Vor allem, weil ja auch noch England in der Gruppe ist. Aber Belgien muss jetzt erstmal zeigen, dass sie hier dieser Favoritenrolle gerecht werden. Belgien ja allgemein auch Geheimfavorit für das ganze Turnier. Und da kommt direkt mal nicht das 1:0 von Eden Hazard. Das hat mich auch gewundert. Eigentlich gut gespielt von Lukaku auf Hazard. Und da merkt man schon an den Namen, das sind wirklich europäische Top-Stürmer, Weltklasse-Stürmer. Also eigentlich haben sie das Team, das um den WM-Titel mitspielen kann. Aber man sieht's, bei den vorausgegangenen Turnieren haben sich immer relativ schwer getan. Ja, richtig. Belgien scheint anscheinend gute Einzelspieler zu haben, aber die scheinen nicht so perfekt zusammen zu harmonieren. Aber mal gucken, wie das bei dieser WM ist. Vielleicht wird das jetzt hier besser. Eden Hazard. Nächste gute Chance. Hazard. Starke Flanke der Torwart. Panedo kommt hier gut raus und zeichnet das 1:0 für Belgien. Quintero mal den Konter für Panama. Der geht einfach mal die Linie lang. Carrasco hat aber kein Problem, den abzulaufen. Also wirklich kaum Spieler, die man kennt hier bei Panama. Ich glaube auch viele spielen nicht europäisch. Das ist natürlich ein völlig ungleiches Bild hier, gell? Aber wir haben es oft bei Turnieren gesehen. Es gibt immer wieder Überraschungen. Im Moment sieht es so aus, als ob Belgien hier auf das 1:0 hinarbeitet. Hazard weiterhin da sehr aktiv. Versucht es da einfach mal. Ja, viele denken hier natürlich, das wird eine einseitige Nummer, dass Belgien das hier haushoch gewinnt, aber Panama macht das hier über die Außen gar nicht mal so verkehrt. Ja, gut, der Ball kommt dann auch nicht gefährlich rein, aber sie probieren es hier gegen Belgien mitzuhalten und bisher steht es hier nach 20 Minuten ja auch noch 0:0. Natürlich, De Bruyne dürfen wir da auch nicht vergessen. Also wirklich, Mittelfeld und Sturm, das ist schon fast titelreif, wir haben es schon gesagt. Aber auch diese Einzelspielerproblematik, die gibt es oft bei Teams. Carrasco, Lukaku und wieder die Schussversuche da von Mertens diesmal. Kann sich Und Panama jetzt mal Panama befreien? versucht jetzt hier zu kontern. Torres macht er gut. Ja, schöner Seitenwechsel. Auch der funktioniert jetzt mal. Und Quintero ist da auf der Seite mal durch. Kommt die Flanke. Courtois muss das erste Mal dran. Und so kann das hier wirklich klappen. Belgien hier mit der Dreierkette, also über die Außen ist auf jeden Fall Platz. Jetzt ist aber erstmal Platz für Carrasco. Lukaku. Mertens, Lukaku, 1:0 Belgien. Na, das hat sich angedeutet. Also wir hatten gerade, wie du zwar gesagt hast, den Angriff von Panama, aber ansonsten arbeitet Belgien darauf hin und jetzt haben sie sich belohnt. Romelu Lukaku, der Stürmer von Manchester United, vollstreckt hier zum 1:0 für Belgien. Ja, ist natürlich auch schwer zu verteidigen, dieser bullige Typ, aber Panama insgesamt, wir haben es oft genug gesagt, man merkt den einfach an. Das ist die erste WM direkt in so eine starke Gruppe, sage ich mal, mit England, Belgien, ja gut, Tunesien kann man vielleicht schlagen. Ah, Aber England das, auch. gut, aber es ist natürlich von den Namen her hier kein Vergleich. Aber trotzdem arbeiten die hier zumindest an der ersten guten Chance. An der ersten guten Schusschance. Eine gute Chance hatten sie ja schon. Mertens. Wir müssen jetzt auch aufpassen, dass nicht das 2:0 hier kommt. Der Meunier, Belgier klasse macht das gespielt. überragend, aber klasse Grätsche von Godoy. Schmeißt sich da in den Ball von Carrasco und verhindert hier das 2:0, meiner Meinung nach. Also da sind wirklich Angriffe dabei, die können sich sehen lassen. Jetzt aber klasse Abstoß, aber ja.
Wenn er Das den sind unter halt. Kontrolle gebracht hätte, glaube ich, hätte Panama daraus eine sehr gute Chance sich entwickeln können. Also da war Also ich. Belgien mal komplett offen. Auch der Abschluss war eigentlich stark. Immer wieder diese Steilpässe und jetzt das erste Foul von Kompany. Hat Glück, dass er da kein Gelb kriegt. Da muss Belgien wirklich aufpassen auf diese pfeilschnellen Außenstürmer. Arquinhas. Rüdiges Einsteigen, kein Foul. Und Panama macht das hier gut. Hält den Ball im Spiel. Da kommt die Flanke, Kompany. Kommt den Ball raus. Ja, jetzt können sie es wieder schnell machen. Das ist Hazard, Eden Hazard. Und wieder grätscht da einer rein. Also Belgien geht zu schlampig mit ihren Chancen um. So kann man es ausdrücken, definitiv. Und Panama versucht hier wieder zu kontern, schlecht von De Bruyne. Hatte aber dann Glück und es steht 1 zu 0 für Belgien zur Halbzeit. Aber Panama präsentiert sich hier meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Ja, wir sehen es, 20% Schussgenauigkeit nur bei Belgien. Also, die müssen einfach mehr aufs Tor bringen. Ich glaube, da ist jetzt auch nicht unbedingt ein Weltklasse-Torhüter drin. Trotzdem, dieses 1 zu 0, das ist natürlich gefährlich. Je länger das Panama hier halten kann, ist hier vielleicht noch ein Unentschieden drin. Das wäre natürlich eine absolute Riesenüberraschung. Stark von Hazard, Mertens. Amerte. Mertens Hazard, meine Entschuldigung. Okay. Ah, Panama ist stark mit den Grätschen unterwegs. Die kommen oft genau im richtigen Moment. Quintero gefällt mir da auch richtig gut auf der rechten Seite. Ist auf jeden Fall da einer, der am meisten für Unruhe sorgt. Aber der schlechte Pass in die Mitte und jetzt die gute Konterchance mal für Belgien. Aber grauenvoll gespielt von Lukaku und dann auch ein böses Foul von Mertens ist für mich auf jeden Fall eine gelbe Karte. Die wird es sicherlich gleich geben, aber jetzt Mertens, was ist das denn? Lukaku auf der rechten Seite völlig frei, den versucht er natürlich auch anzuspielen. Jetzt, was macht denn Panama? Das ist Und das jetzt falsche steht's. Null. Also jetzt haben wir gerade in den 5 Minuten oder in den 2 Minuten gerade relativ viele Fehler gesehen. Erst Mertens mit diesem brutalen Foul, dann eigentlich, ich glaube, dann lag da der Panama-Spieler verletzt auf dem Boden, den er Ja. umgetreten hat. Aber spielt es dann schlecht zu Ende und dann der Fehler von Panama wiederum und das nutzt dann Mertens. Also hier komische Situation. Jetzt steht es natürlich 2 zu 0. Das wird jetzt richtig schwer für Panama. Ja, im Normalfall ist das hier durch. Also, das würde jetzt schon fast an ein Wunder grenzen für Panama, wenn die das hier nochmal spannend machen. Aber die kommen ja direkt mal. Aber Vertonghen räumt das Ding auf. Souverän ab. Belgien wird jetzt hier auch die ersten Wechsel vorbereiten. Zumindest den ersten Wechsel. Der Bruder von Romelu Lukaku kommt. Jordan Lukaku von Lazio Rom. Ja, Panama wechselt auch doppelt. Die würden so gerne hier das Ganze nochmal verkürzen. Aber das wird halt auch extrem schwierig. Aber wenn Belgien so spielt, dann könnte es ja doch noch was werden. Schlecht gemacht, aber dann doch gut gelöst. Und jetzt die gute Chance, Eden Hazard. Der ist schnell und beweglich. Super Übersicht. Meunier. Starke Schlecht. Flanke, aber da kommt ein Aber Bein wirklich dazwischen. richtig gut verteidigt in vielen Situationen. Also, das muss auch erstmal eine Spitzenmannschaft hinkriegen, hier diese ewigen Flankenläufe der Belgier zu verteidigen. Das macht Panama hier richtig gut. Jetzt Lukaku auf Lukaku, das Bruder-Zusammenspiel da zum ersten Mal. Wäre fast erfolgreich gewesen. Aber man merkt, dass Panama auch gerade jetzt in den Offensivläufen die Puste ausgeht.
Die sind platt. Die über so eine lange Zeit, jetzt schon fast 70 Minuten, hier gegen diese belgische Power-Offensiv-Fußball zu spielen, das ist für die ultra anstrengend. Das sind die gar nicht gewöhnt. Richtig. De Bruyne jetzt mal über rechts. Schlecht. Kein gutes Zusammenspiel. Da laufen beide Belgier weg. Der Pass an sich wäre in Ordnung gewesen. Das ist jetzt quasi das Spiel auf das eine Tor hier, aber Panama lässt hier eigentlich kaum noch was zu, wollte ich gerade sagen. Riesenchance, Mertens, Glanzparade. Aber den verlieren sie wieder genau in den Fuß und dann gibt es Elfmeter Oh und das muss Gott. rot geben. Dämlich. Da lege ich mich fest, das war in allen Belangen dämlich. Rote Karte. Völlig dumm von Gomez, der eigentlich, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht hat. Aber da Den ist. tritt er ja mal richtig in die Ja, Beine, also richtig das ist eine blutig. Tätlichkeit schon fast. Also, da war kein Ball mehr. Meunier geht raus. Jetzt kann Eden Hazard hier die Entscheidung machen. Die endgültige Eden Hazard. Nein! Schlechter Elfer, muss man wirklich sagen. Grauenvoller Elfer. Pinedo hält den. Und zwar Macht da hier. Faxen auf der Linie und hält ihn mit dem Oberschenkel, würde ich schon fast sagen. Also Belgien Aber verpasst die hier das Ecke. 3 zu 0. Boah, die schmeißen sich in die Bälle, also das muss man Panama ja wirklich lassen. Abseits jetzt. Während wir oben auch den Anzeigefehler haben, Ja, bei dass mir ist Panama es. schon zwei rote Karten hat, das ist natürlich nicht der Fall. Belgien mit dem letzten Wechsel noch. Chadli kam rein für Meunier. Die wollen hier jetzt aufs 3 zu 0 oder vielleicht sogar aufs 4. hinarbeiten, denn Torverhältnisse sind auch natürlich wichtig. Hazard und da sage ich es 3 zu 0. Das geht jetzt natürlich auch alles richtig einfach. Erstmal Panama völlig. Natürlich fertig, die haben hier gekämpft. Und natürlich, die sind auch nur noch zu zehnt. Da wird es noch schwerer. Aber das war auch stark gemacht, das muss man auch mal sagen. Also so einfach war das jetzt auch nicht zu verteidigen und der Schuss von Hazard ist quasi unhaltbar. Also das war schon ein richtig starkes Spiel auch von Belgien. Ja, man darf hier wirklich die belgische Teamleistung nicht unterschätzen, auch wenn es in Anführungszeichen nur Panama war. Die waren hier eigentlich relativ gut. Aber jetzt kann es Boah, natürlich bitter werden. Hazard! Und jetzt macht Oh Belgien Panama nö. hier aber richtigen Mist. Also Ja, das müssen sie fürs schleunigst nächste Spiel. abstellen, damit kommt man überhaupt nicht weit. Das Das ist ist die nächste grauenvoll, das ist rote. die nächste rote Karte und das ist wirklich einfach nur dumm. Also Der man hat nächste. hier klar verloren. Ja. Da ist es wirklich egal, ob du jetzt noch das 4. oder 5. fängst. Hauptsache, deine Stammformation bleibt beisammen. Die erste rote war schon dumm, aber das ist einfach überflüssig. Natürlich geht es im nächsten Spiel gegen England. Das wird sowieso schon schwer. Jetzt fallen zwei Innenverteidiger oder zwei Verteidiger aus. Also, da weiß ich wirklich nicht. Das ist dann wirklich die Unerfahrenheit, muss man schon fast sagen. Jetzt natürlich der Anzeigefehler immer noch nur zwei rote Karten, aber das ist schlimm genug. Also das ist wirklich komplett überflüssig. Das hätte man sich jetzt hier absolut sparen können. Zumindest eine davon darf hier nicht mehr fallen. Natürlich, jetzt fallen sie hinten komplett auseinander. Belgien hat jetzt hier nochmal Spaß, aber spielt es auch nicht gut. Ja, von Quintero, Panama. dem ist es jetzt auch ruhig geworden. Kann er natürlich nicht mehr viel was machen. Hat jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen Platz, muss aber auch spielen. Der ist auch platt, also wie das ganze Team hier. Aber das war jetzt noch mal gut, denn da kommt Cooper. Und der rennt einfach ins Aus. Ja, also das hat sich Panama hier nicht verdient, so ein Abgang. Natürlich Belgien hier mindestens eine Klasse besser, aber ja, wir haben es oft genug gesagt, einfach dämlich. Zweimal rot und jetzt pfeift der Schiri auch ab. Das wird natürlich vor allem für Panama gut sein. Nur 0 zu 3 verloren. Das hätte auch schlimmer kommen können. Und sie haben aber auch noch zwei Verteidiger verloren. Die werden hier bei der WM höchstwahrscheinlich kein Spiel mehr machen.
Belgien kann aber froh sein. Die haben hier einen richtig guten Start hingelegt. 13-0 im ersten Spiel. Das kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, richtig. Also guter Auftritt der Belgier, sich ja jetzt nicht umgehend mit komplett Ruhm bekleckert, das kann man auch so nicht sagen, aber das war schon ein sehr solider Auftritt. Also auch gegen ein nicht zu unterschätzendes Panama, die das in den ersten Minuten hier relativ gut gemacht haben, stark verteidigt haben, sich mit Herz in jeden Ball geschmissen haben, es einfach versucht haben, hat meiner Meinung nach auch ganz gut funktioniert. Dann haben sie sich aber ein bisschen abgeschrieben und dann kam auch diese Unerfahrenheit klar zum Vorschein mit diesen zwei roten Karten. In echt würde ich sagen, passieren da jetzt nicht zwei rote Karten. Also das denke ich nicht, dass Panama da sowas abzieht. Aber die werden kämpfen, die werden es versuchen. Aber ich glaube, dass das auch in der Höhe deutlich ausgehen wird für Belgien. Ich tippe das schon mal so auf ein 4 zu 0, 5 zu 0. Ich glaube auch, Panama ist dann natürlich mit der ersten WM-Teilnahme und von den Spielern her einfach nicht vergleichbar mit Belgien. Ich glaube, 13-0 ist hier das Minimum. Belgien wird auf jeden Fall gewinnen. Und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!